Plot at Revinside. Revi, du bist jetzt drauf. Ich kann alle töten hier drauf. Ich auch. Los, ruf weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Alle runter hier, alle weg. Haut ab, das ist mein Plot. Wir haben jemanden getötet, kann das sein? Willkommen zurück bei dem Jungen, es ist eine neue Folge Minecraft, zusammen mit Revi. Hallo. Auf dem Shop hier läuft alles irgendwie so ein bisschen so weiter. Ich bin hier eh gerade nicht beim Shop gespawnt, achso, ich muss ja jetzt dahin laufen. Aber heute kümmern wir uns mal nicht um den Shop, der muss erstmal ein bisschen anlaufen, da müssen noch weitere Sachen gemacht werden und bla, aber das machen wir heute nicht, jetzt brauchen wir mal ein bisschen Pause. Ich habe, glaube ich, die letzten 4 Folgen nur Shop einfach gemacht. Jetzt will ich einfach mal ein bisschen was für Geist, für meinen Geist und für meine Seele tun. Okay, Revi? Mhm, lass uns das tun. Ich bin ein kleiner Stalker, das weißt du? Mhm, okay, was möchtest du damit andeuten? Ja, wir haben jetzt ja den Vanish-Befehl bekommen heute. Oder heute zumindest, ich hab's heute zum ersten Mal bekommen. Ja. Das heißt, wir können uns unsichtbar machen. / Vanish! Und jetzt weiß niemand, wo wir sind. Okay, die wissen es, weil ich auf meiner Fledermaus bin. Ich fliege einfach mit einer Fledermaus weg. Fledermaus und... Wow, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Oh, scheiße, ich bin im Baum. Wo bist denn du? Ich bin weggeflogen, bin gar nicht mehr da. Sag mir, wo du bist. Beim Ausgang vom Zwischenrathaus und Bahnhof. Ja, sollen wir uns nicht irgendwo treffen? Ja, wie kommt man denn zum Ghetto? Siehst du, wo Mark ist, ja, ne? Nee. Ne, pass auf, wir gehen erstmal dahin, wo die Farmwetten sind, in die Lobby, weißt du, was ich meine? Ja, muss man dafür in den Bahnhof rein? Genau, und dann durch dieses Holzportal und dann irgendwo längs, dann läufst du mir am besten gleich hinterher. Okay. Ich hoffe mal, wir können auch im Ghetto jetzt auch schon das machen. Lass ins Ghetto rein. Wenn ich lebe im Ghetto. Das ist aber im Ghetto gefährlich. Du kannst da auf den Grundstücken von Leuten getötet werden, ne? Da müssen wir halt aufpassen, ganz einfach. Das wird sich erwischen lassen, okay, wenn du das sagst. Wo bist du? Ich bin jetzt in der Hauptlobby da. Pass auf, dann komm mal her. Richtig, ja. So, und jetzt gehen wir hier rein ins Ghetto hinein. Das ist das Ghetto. Und das Ghetto ist halt irgendwie ein Server, wo die Grundstücke ganz billig Grundstücke bekommt. Und die werden aber nach einem Monat wieder zurückgesetzt. Das heißt, hier kann man nicht langfristig wohnen. Genau, genau. Und hier kann man auch, hat nichts PvP an? Richtig, ja. Hä? Das heißt, ich kann niemanden schlagen. Nein. Wenn du auf deren Grundstück bist, kannst du kaputt gehauen werden. Achso, auf dem eigenen Grundstück ist PvP an, aber nur für den, der auf dem eigenen Grundstück ist. Richtig, genau. So, / Vanish funktioniert hier auch wunderbar. Dann lass uns doch mal, pass auf, du bist jetzt hier, komm mal. Wie kann man sein Pet ausschalten? / Pet Hide. Pet Hide, weil sonst sehen die das halt. Richtig, genau. / Pet Hide zusammengeschrieben. Ja, glaube ich schon. Nee, unbekannter Befehl. Dann ist das hier beim Server, dann sind die Pets auf dem Server hier gar nicht aktiv, dann hast du die gar nicht. Okay, sehr gut. Ich sehe auch gerade keinen. Dann ist das alles locker easy, ey. Wo bist du denn dann? Ich bin schon unsichtbar. Und du? Ich auch. Ja, wie finden wir uns jetzt? Wir laufen alle zu diesem Glowstone-Turm. Und ich stehe auf diesem Glowstone-Turm drauf, auf dem Schild, wo steht Freund hinzufügen / Plot Add. Okay? Moment. Ja, sehe ich. Okay, und jetzt gehe ich geradeaus und nach rechts. Geradeaus und nach rechts, okay. Immer weiter nach rechts. Ja, immer weiter geradeaus nach rechts. An dem blauen Haus vorbei, an diesem komischen Farmturm vorbei, ne? Ja, Farmturm vorbei. Mhm. Cobblestone-Turm. Okay, lass... Oh, einer läuft mir nach. Oh, guck mal, hier ist nur der erste Opfer. Siehst hier, du Turm 4-3, der nachläuft? Vorsicht. Mhm. Er ist hier weggeportet. Ah, ne, er ist weitergelaufen, Mann, leck. Er läuft weiter, siehst du den? Mhm. Immer hinterher. Dem hinterherlaufen? Ja, wir müssen gucken, was der macht. Vielleicht macht er irgendwelche Schweinereien oder so, das weiß ich ja nicht. Meinst du? Der sieht doch schon ein bisschen gefährlich aus, ne? Ja. Ich hab nichts zu essen dabei, und du? Ja. Soll ich jetzt droppen? Mhm. Vorsicht, darf er nicht checken. Hinter dir, ne? Siehst du das? Mhm. Ich müsste dem schnell hinterher. Der bleibt aber manchmal stehen. Ich glaube, der merkt, dass wir den verfolgen, oder? Nee. Guck mal, hier liegen Sachen rum. Schild. Achso, Owner. Ich sehe ihm das gehört. Guck mal, wie riesig das Ghetto. Also manche nutzen das Ghetto einfach nur, um Sachen anzupflanzen hier. Ja, ja. Nicht schlecht. Aber es ist echt schön hier, ne? Die Idee? Mhm. Ja, ja, die Idee finde ich gut. Das Gebiet nicht. Nö. Mhm. Aber trotzdem gut gemacht. Ach, guck mal hier. Siehst du das hier bei Toppen beim Grundstück rechts, dieses Bambus umzäunt ist? Ja, ja. Siehst du in der Mitte dieses Loch? Da, wo er gerade steht? Genau. Gegenüber ist doch dieses flache Grundstück, wo noch kein... Ja, da ist jemand unten drin. Komm, da gehen wir rein, komm. Okay, ich bin da. Der checkt das nicht. Vorsicht! Unten. Er hat sein Schild abgehauen. Wenn er die Schilder abbaut, kann man die klauen. Ich klau eins.
Ich glaube, sie klaut Schild. Ich hab's wieder. Ich hab's. Ich hab das Bild geklaut. Schnell weg hier. Ich hab's geklaut. Komm, wir werfen noch ein paar Items hin. Ich hab's ihm einfach geklaut. Guck mal. Er checkt das nicht. Er schreibt jetzt im Forum rein, was passiert. Er wundert sich. Oh, er hat gehört, wie ich runtergefallen bin. Nein! Er geht hoch. Vorsicht. Oh nein. Ich kann ihn aber nicht hören. Hä? Ich bin hier unten. Der kann uns schlagen, das ist das Gefährliche, ne? Ja, hab ich das Ding überhaupt eingesammelt? Ich hab das Bild. Achso, okay. Also, kannst du es setzen irgendwie? Ne, leider nicht. Schade. Aber er fragt sich die ganze Zeit, was los ist. Guck mal hier. Im Chat? Wirfst du Sachen? Aber guck mal, er sieht ja die Items. Siehst du das? Die Items sieht er. Hab ich auch Items, die ich werfen kann? Guck mal, ich werfe mit Stein ab. Ey, guck mal, er guckt immer, ob das von oben kommt. Siehst du das? Ja, ja. Guck mal. Ui! Ui! Oh? Wo kommen die Sachen her? Guck mal. Der ist richtig verwundert. Aber er schreibt irgendwas im Chat? Ich weiß nicht. Mal gucken, was er jetzt schreibt. Ich glaube, er schreibt gleich was. Sind hier, verstehen Sie Spaß oder was? Nein, das hat der aber nicht. Ach, was hat der geschrieben? Doch. Ja. Schreib nichts, das weiß ja, dass wir das sind. Merkwürdig. Er läuft immer noch im Kreis. Er glaubt, er findet uns, wenn er im Kreis läuft. Guck mal. Aber er hat noch nicht versucht zu schlagen. Wäre nicht in seiner Situation, wäre, hätte ich die ganze Zeit wild um mich geschlagen, weil da kannst du ja jemanden treffen. Weißt du? Ja, klar. Ja, sag danke, bitte. Das ist schön für den. Yes. Was ist mit ihm? So. Aber ich glaube, er ist immer noch ein bisschen verwundert, was hier los ist. Oh? Oh, weg! Jetzt hat er mich kurz gesehen. Gesehen. Dena. Danke, Dena, sagt er. Ja, Raven, hat er Danke gesagt, dir nicht. Warte. Ja, warte kurz, Finish. Wo? Da, schon wieder. Hä? Wo hat er gemacht? Und du? Wo bist du? Ich bin hier. Oh! Pass auf, gleich schlägt er uns kaputt. Oh nein, das ist richtig Risiko, ey. Hallo? Hallo? Nämlich Box. Box mich. Der will uns aber gar nicht boxen. 1-1. Oh. Ah! Gewalt! Warum so viel Gewalt? Ein richtig einfach komplett ruhiger, friedlicher Typ. Schade, wir haben leider uns, glaube ich, die falsche versucht, ne? Ja. Er ist auch noch bedankt. Komm, wir gehen wieder raus. Hast du was zu essen für mich? Ja, aber ich habe immer Essen für dich, Revi. Aber gib mal was mehr. Danke. Ich habe dir 6 Baked Potatoes hingeworfen. Ich höre doch, wie du isst, Revi. Ja, ja. Aber in Minecraft nicht. Ja, da habe ich dir 6 hingeworfen. Okay, danke. Okay, wenn nicht, dann gehen wir weiter geradeaus. Komm. Ja. Bin ich gerade vanished? Oh, egal. Ich liebe das Risiko, mein Lieber. Okay. Okay. Aber es ist da vorne, halt stopp! Wenn ich dich! Komm her, wenn ich dich! Wohin soll ich kommen? Ich sehe dich ja nicht. Pass auf, komm mir ganz kurz nach, okay? Ja, muss ich entvanischen. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Okay. Siehst du da vorne das Holzhaus? Da oben ist ein Typ. Ja. Okay, und rein da, komm. Ah ja, ich seh's. Wir müssen da irgendwie nur reinkommen. Ja, ja, die Tür ist offen. Nice. Komm. Hä? Er hat die Tür zugemacht! Er hat die Tür zugemacht! Ja, ich mach die auf. Okay. Guck mal. Er checkt es nicht. Ich kriege von hinten Hühnchen. Guck mal, er fragt, was mit der Tür los ist. Ich habe ihm Hühnchen gegeben. Guck mal, wie er auf die Tür guckt. Warte, ich entwende mich und stehe hinter ihm. Scheiße, der hat Augen hinten auf seinem Pullover. Ah, jetzt ist er
Schwert, er hat ein Schwert. Er hat mich fast umgebracht. Er schreibt, ich liebe dich. Hallo. Ja, aber mit Schwert in der Hand. Der bringt mich gleich um. Hallo. Die Tür. Ich hab kaum Geld. Wie viel Geld habe ich überhaupt? Slash Money. Yo, Money. Wow. So viel Geld habe ich wirklich gar nicht, ey. Aber bei ihm, das war gerade richtig perfekt. Das war gerade richtig lustig, Alter. Weil er sich einfach. Boah, ich sag, ich hab kaum Geld, schon senden die mir Geld. Danke. Was meinst du, wie sich erschrocken hat, einfach, als du plötzlich hinter ihm standst? Ja, dann hat er sich gefreut, glaube ich, einfach nur. Komm, gehen wir weiter. Er sagt, ohne Rüssi, hä? Ein Kampf? Wie soll ich denn ohne Rüstung kämpfen? Kann hier nirgendwo kämpfen. Ich glaube, er möchte nur einen Screenshot. Ach so. Ja, okay, das kann man natürlich machen. Los! Screenshot, komm her! Er macht einfach einen Screenshot, nur von mir, ohne ihn selbst drauf. Läuft bei ihm. Sehr gut. Revi, ihr schreibt mir in den Chat, du hast so viel Geld für die ganzen Server zusammen, ich soll mir Geld von dir holen. Kannst du mir Geld geben? Nicht. Wie viel Geld hast du? Darf ich nicht sagen. Doch, bitte. Ich sag mal so, ich bin einer der reichsten Männer auf dem Server. Wie viel hast du insgesamt? Okay, jetzt mein finanzielles Geheimnis, okay? Ich habe fast 45.000. What the fuck? Shop läuft gut. Ich habe keine 5.000. Okay, hier. 5.000 drauflegen, oder? Ja, sagen wir 1.000, okay? 5.000. 1.000. Revi? Dena, du hast jetzt genug. Revi? Ganz ehrlich. Ich gehe jetzt hier vorne die zwei User trollen, die sehen lustig aus. Revi? Nein. Revi? Du hast mir gerade mal 0,45% deines Einkommens gegeben. Das reicht doch. Du hast mir sogar mehr gegeben. Du hast mir... Naja... Wo bist du? Komm hier rüber. Du hast mir fast 2% gegeben. Das reicht doch. Jetzt habe ich immerhin schon über 5.000. Dann kannst du dich ja freuen. Freue mich auch. Ich finde das schön. Ich bin schon bei den Nächsten. Bei welchem Grundstück denn? Revi, ich habe dich komplett verloren. Alter, was da jemand für einen riesen Tower gebaut hat. Aber dabei ist das einfach, das sieht voll episch aus, aber dabei ist das ein Cobblestone-Tower, wo drin einfach nur irgendeine Scheiße ist. Meinst du dieses große Ding? Mhm. Den Wassersäulen? Ja, sind das Wassersäulen, dann ja. Ja, ja. Wo bist du denn? Bist du noch bei dem anderen? Ich bin genau bei dem mit den Wassersäulen. Ach, du meinst, welchen meinst du? Ach, den Cobblestone-Tower mit dem Bambus drin. Ja, ja, der mit dem Wasser. Ja, Moment, da komme ich. Bin genau da unten. Sogar ohne Vanish. Mach dein Vanish auch aus. Okay. Und wie kann man sich diesen Plot kaufen? Einfach mit Rechtsklick. Auf was? Auf ein Schild? Ja, genau. Aber die haben ja alle kein Schild. Ja, da musst du richtig weit laufen halt, ne? Ja, die sind alle verkauft, aber da ist ja gar nichts drauf. Ja. Aber scheißegal, Lavi. Ja, scheinbar schon, ne? Und ja, ich mir jetzt auch einen Plot gekauft, dann hätte ich dich darauf gelockt und dann getötet. Das wäre asozial. Schade, dass man das Geld nicht bekommt, wenn man ihn tötet. Das wäre schön gewesen, Revi. Ich habe eine Idee. Sollen wir was Asoziales machen? Mhm. Darf ich einem User sagen, add uns auf das Grundstück und dann sind wir auf dem Grundstück drauf und dann können wir ihn töten. Hä? Achso, auf dein Grundstück? Ja, auf seins. Nein, das ist fies. Nicht aber bei normalen User. Ach komm, einmal nur ein bisschen töten. Ja, einmal nur ein bisschen ficky-fick, ne? Einmal nur. Revi. Hast du überhaupt ein Grundstück? Ich hier? Ja. Nein, hier habe ich keins. Ja eben, aber wie willst du das denn überhaupt machen? Nein, dann so, wenn die sich auf unser adden. Ja, eben, aber du brauchst ja erstmal ein Grundstück. Nein, dann adden die. Ach so! Auf deren. Das heißt, hier kann man sich dann auch betteln, wenn man sich addet. Ja, genau. Ja, das ist fies. Das mache ich nicht. Natürlich würdest du sowas nicht machen. Vor der Aufnahme noch. Boah, lass das machen. Jetzt. Aber dann sag du das gleich und dann verneine ich das, okay? Nein, Revi. Ja, du kannst nicht so viele Sachen machen, immer die Menschen töten wollen. Ich will nicht die Menschen töten, ich will... Doch, du willst einfach nur, dass die ganze Menschheit untergeht und stirbt. Und das finde ich nicht schön von dir. Finde ich einfach nicht nett von dir, weißt du? Klau hier gerade unten Essen. Sag mal bitte leise, ja?
Ich muss erstmal. Ach nee, hier habe ich ja nicht mal ein Pet. Hier habe ich nicht mehr meine Rüstung an. Ich bin hier richtig, richtig YOLO-mäßig unterwegs. Hier könnte man mich jederzeit töten. Wie farmst du überhaupt Level, um zum Beispiel Sachen zu verzaubern, Revi? Das würde ich gerne sehen. In der Farmwelt einfach. Einfach farmen? Okay. Oder man kauft sich ein Level. Kann man sich ein Level kaufen? Noch nicht, aber es wird später, glaube ich, einen Shop dafür geben. Ah, sehr gut. Ja, ich mache einfach noch Geld drauf. Chillig. Revi, ich finde nicht mal mehr ein Wegzeug. Wie findet man ein Wegzeug aus dem Ghetto? Ich glaube, slash spawn, oder? Im Ghetto ist mir eindeutig zu ungemütlich. Ja, slash spawn. Slash spawn. Gefällt dir nicht, ne? Nee, aber hier kann ich nochmal lesen, wie man das macht mit dem Ghetto überhaupt. Plot kaufen mit slash plot claim. Zum Plot porten mit slash plot home. Freund hinzufügen, Freund entfernen. Warte, slash plot buy oder wie war das? Slash Permission plot buy. Denied. Achso, slash plot claim. This plot is already owned. Achso, man hätte da hinten hätte man so ein freies nehmen müssen. Echt? Ja, und da drauf steht Revi. Ist zu weit weg jetzt. Da haben wir so eine Scheiße da hinten. Hm. Ja, müssen wir halt voll weit weg. Die sind hier alle aber schon geclaimed. Hier, DJ Venom hat hier eins, aber nichts aufgebaut. Ist schon Admin. Richtig gemein. Richtig gemein, ne? So ein guter Lager einfach mal wegschnappen und dann gar nicht benutzen. Echt? Richtiger Fiesling ist das. Und der hier hat Hyperfee, benutzt er auch gar nicht. Das macht traurig. Traurig sowas, traurig. Aber was will man machen, ne? Ich hätte gerne. Aber ich finde diese Regelung gut, dass die das geschafft haben, dass die dann noch eine Sonderregelung gemacht haben für die Leute, weißt du? Dass sie so ganz spontan schnell reagiert haben, ne? Und hier soll diese Platz gemacht haben, ja, finde ich auch. Ja, genau. Gut. Spawnen alle einfach nur auf dem Platz. Ist zwar nicht schön, aber es ist okay. Also es ist ein richtiges Ghetto halt. Es ist wirklich ein Baughetto. Es ist einfach das Baughetto. Ja, wir sind im Ghetto zu Besuch tatsächlich. Ja, wir sind im Ghetto und man muss einfach wirklich die Ewigkeiten laufen. Wo bist denn du? Bei hinter dir irgendwie so. Geradeaus laufe ich einfach. Der Crowd hinterher musste bloß, weißt du? Achso, die laufen alle dir hinterher. Ich merke das jetzt. Ja, richtig. Du läufst nur auch hinter mir her. Du bist schon famous. Ja, ich bin so immer auch. Auch wenn ich in Köln sehe, würde ich erstmal ein Foto machen eigentlich. Ja, aber du sagst dann halt auch immer so, ja, für meinen Instagram-Account, ja. Aber ich verlinke dich nicht und du darfst aber keins machen. Ja. Dann bin ich immer traurig. Ach, Revi. Nee, traurig sein. Also ich finde das auch, ich find das auch ehrlich. Der Plotting ist ja einfach vorbei, siehst du das? Stimmt. Lol. Wir sind einfach zum Ende gelaufen. Wir sind so weit gelaufen. Richtig merkwürdig. Krass, Sache, Alter. Wir sind richtig hart. Wir sind einfach richtig hart. Ja, wir kennen einfach gar nichts. Alter, krass. Schwede. Revi spielt halt den ganzen Tag und Dena kommt nur für Aufnahmen. Das stimmt nicht, ich spiele nicht den ganzen Tag. Weißt du, was du mal machen solltest, Dena? Ja. Geh mal auf. Lass uns mal auf irgendeinen Turm hochklettern und gucken, wer uns hinterher springt, okay? Okay, das ist gut. Hä, aber dann sterben wir doch alle. Ist doch egal. Ja, ich hab voll viele Sachen mit. Was hast du denn dabei? Kann man sterben, wenn man da runterfällt? Ich hab alles, was ich besitze. Ich habe ja keine Kisten und so. Alter, hier läuft es aber bei denen. Die machen richtig Parkour, ne? Die haben Mob-Drops, die haben Flänschen, die haben meinen ersten Finger weg. Die haben Rüstung, die hält zu 2,5%. Hä? Sind das die merkwürdige Kistenbeschriftung? Erde, Dreck, Achtung, kantiges Holz, Sand wie vom Strand, Cobblestone, Kobel. Stöcke, ja, Stöcke, Werkzeug, das Zeug werken. Ja, voll schön hier, wir wohnen. Komm mal mit hoch, komm mal mit nach ganz hoch. Ich möchte erstmal wissen, wer wohnt, ist, wir haben den schön gemacht. Hallo, kommt und willkommen im Bombenbunker. Sieht so aus wie ein Bombenbunker, deswegen heißt es so. Das sind ja voll witzige Menschen, nicht raus. Die hier wohnen. Man kann ja nicht raus, auch mal nur. Kann man nicht? Nee, ich dachte, man könnte da auch oben raus. Auch ganz oben nicht? Nee. Na, das ist scheiße, ehrlich gesagt. Da müssen wir uns einen anderen Turm suchen. Ich hätte gerne so einen ganz hohen Turm, wo wir Leute einfach runterschubsen können. Schubsen kannst du eh nicht. Ja, aber später dann vielleicht. Man kann sich die Permissions geben lassen. Und dann einfach PvP den Hund schubsen. Hier kann man mit Sicherheit runterspringen. Hier. Und dann meinst hier du, noch höher. Meinst du, das machen welche? Ja, aber wir haben ja Rüstung an. Rüstung hilft auch gegen Fallschaden, oder? Ja klar, aber du wirst nicht überleben. Hier wird man nicht überleben? Nee. Okay, so, Dena, pass auf. Ganz viel Platz. Dena, pass auf. Ja? Willst du mal Assassin's Creed sehen? Ja, los. Okay, pass auf. Alle mal auf Seite. Pass auf jetzt. Ich renne jetzt hier rüber und versuche da vorne in der Leiter zu landen, okay? Okay. Siehst du mich? Wo ist die Leiter? Bildet eine Gasse. Wo ist die Leiter? Welche links Leiter? Und rechts. Nee. Auf welche Leiter willst du springen, Revi? Vorne, hier, die hier. Siehst du das? Ach, die sehe ich, okay. Okay. Okay, Revi, kannst du es tun? Alle mal auf Seite. Ich schaff das jetzt, okay? Okay. Und? Moment, Revi? Weg da, okay.
Gut, 3, 2, 1. YOLO! YOLO! Oh, ich hab's geschafft. Das war ja einfach. Guck, wie sie alle hinterher springen. Ich schaff das auch. Oh, ich kann gar nicht mehr sprinten. Das schaffst du nicht. Oh, YOLO! Oh, ich hab's geschafft. Das ist ja voll einfach, voll easy, Alter. Ich dachte auch, es wäre schwieriger. Scheiße, jetzt sind wir alle hier drin. Ich muss weg. Und jetzt zurück. Jetzt zurück, pass auf. Nee. Zurück geht nicht. Oh, da kommt einer, hat meinen Skin. Ich hab's doch geschafft. Guck mich nicht so an! Guck mal, das hier ist Parcours, Dena. Das ist moderne Parcours. Ja, ja. Bist du gerade. Alter, wie die alle runterfallen. Ich bringe die ganze Zeit von Gebäude zu Gebäude. Zeig. Uah! Oh. Oh, wie viel Leben hast du noch? Eins. Echt? Ja. Alter. Krass. Komm, lass uns so eine kleine Häusertour machen. Von Haus zu Haus jumpen, okay? Ja. Da hinten sind übrigens Plot, da können wir einen eigenen Plot uns holen. Hier habe ich das gerade gesehen, als wir da oben waren. Ja, komm, lass da hingehen. Hier. Ja. Hier vorne so eins, das hier. Wo? Das hier. Hä, ich sehe dich nicht. Hier hinten sehe ich ganz viele Plots. Wo bist du denn? Ja, bei den offenen Plots. Ach hier, ja, okay. Wir sind falsch. Sollen wir das hier nehmen? Das hier? Alle folgen. Komm, das hier. Okay, lass lieber das Acting hier nehmen. Okay, nimm das. Slash hast den Command noch? Plot Claim. Meins. This plot is now yours. Slash Plot at Revinside. Revi, du bist jetzt drauf. Ich kann alle töten hier drauf. Ich auch. Los, ruf weg hier. Weg hier, weg hier, weg hier. Alle runter hier, alle weg. Haut ab, haut ab. Das ist mein Plot. Wir haben jemanden getötet, kann das sein? Weg hier. Ah, unser Plot. Weg, 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 weg. Pass auf, das auf der anderen Seite ist auch von mir. Das wissen die nicht. So. Revi, adde mich auch auf der anderen Seite, okay? Okay, warte. Wie geht das? Slash Plot? Slash Plot, Leerzeichen, add. Den da drück. ich mach's euch kaputt, jeder, der hier raufkommt. Ich wohne hier. Kommt alle rauf. Kommt jemand ohne Skin. Ah, der mit meinem Skin. Kommt doch bloß alle her hier. Ich mach euch kaputt. Komm her, komm rüber. Wir können die ganze Zeit wechseln. Okay. Okay, go, go, go. Ich geh rüber. Du hast mich geschlagen. Ha, ha, ha. Oh Mann, wir müssen irgendjemanden töten. Wir kaufen einfach alle Plots. Aber man kann nur einen haben, ne? Ich glaube schon, ja. Schade. Das wäre gut, wenn man richtig viele kaufen konnte. Oh, ich töte euch, eigentlich töte. Ich hab einen fast getötet. Hä? Der heißt Wolf Vince, aber mit zwei, ich dachte schon. Plot Claim. Nein, oh, wie die alle nicht trauen, wie die alle nicht trauen. Daher! Weghauen wir den. Lass dich mich hauen! Du musst die ohne Rüstung hauen, da hat man eine Chance, sie zu besiegen. Das stimmt, ja. Wenn wir schnell eine Combo machen. Ja, auf den Grünen! Der eine hat meinen Skin! Oh, du hast gerade mich gefasst. Entschuldigung. Na, kommt ihr rein? Wer traut sich? Der Grüne! Oh. Ich bin gestorben, Dena, du hast mich einfach... Du bist gestorben? Du hast mich einfach totgeboxt. Du bist richtig der dumme Junge, bist einfach richtig der... Hab ich nicht, der steht nicht im Chat. Hast du denn meine Items? Nee. Dankeschön. Da ist nichts an Items gewesen. Ich bin enttäuscht. Ich hab dich... Da stand aber nicht im Chat. Ich bin einfach enttäuscht, das ist okay. Du bist der Einzige, der mich töten kann auf diesem Rundstück-Spiel. Ich gehe jetzt. Das tut mir leid. Nein. Ich habe aber noch einen getötet. Ist das in Ordnung jetzt? Nein. Jetzt habe ich ganz viele getötet. Du tötest dich jetzt selber. Nein, ich töte mich nicht selber. Dann wäre ich ja tot, Revi. Ja, richtig. Ich bin ja auch tot. Guck, jetzt kannst du nicht mehr mit mir spielen, weil ich tot bin. Revi, das tut mir alles so leid. Kann ich das nicht irgendwie wieder gut machen? Ich kenne dich. Das tut dir nicht leid. Doch, es tut mir sehr leid. Du sagst jetzt wieder so und dann... Den Mann, ich töte auch noch Lollig irgendwas hier. Und noch einen, der AFK auf meinem Grundstück rumsteht. Nein, niemand. Er geht weg von meinem Grundstück, ha! Aber das finde ich ganz cool mit diesem, ich finde, das sollte auf den normalen Stadtgrundstücken aus... Oh, ich hatte einen fast getötet, ich habe ihn so häufig getroffen. Wenn ihr ein Spiel auf den Sack geht. Wie die Leute einfach auf Mutprobe rüberlaufen, ey. Eine richtige Mutprobe, der im Grün ohne Rüstung, ey. Aber ich mache ihn kaputt. Hast du schon einen umgeklatscht noch? Ja, einen habe ich noch umgeklatscht. Ich würde ja gern zu dir kommen, aber ich bin ja tot, weißt du? Oh, Revi. Hast du alle deine Sachen verloren? Ich habe echt alles verloren. Was hattest du mit? War nicht so krass. Dir Rüstung. Ja, aber Rüstung hattest du auf jeden Fall mit. Ja, das stimmt. Ich glaube, nee, gar nicht. Hatte keine Rüstung. Wir werfen mich hier mit Samen. Was sind das für Menschen? Friss eure eigenen Samen. Boah, richtig die ekelhaften Gestalten. Boah, ich baue mir jetzt so einen kleinen Aussichtsturm hier lieber hin. Ich würde jetzt auch gerne zu dir zurückkommen, aber ich weiß nicht. Du kannst Slash Plateau machen. Echt? Ja.
Soll ich mir ein bisschen Sachen aus der Real-Life-Welt holen, dann komme ich rüber zu dir. So. Na, warte mal, so. Ich kann mich hier so hochbauen. Jetzt habe ich eine kleine Aussichtsplattform. Hm? Und da hat jemand Pfeile geschossen. Ich möchte auch Pfeile haben, dann könnte ich sie nämlich alle runterschießen. Das stimmt, du kannst sie von deinem. Kannst du die nicht von deinem aus töten? Ja, weiß ich nicht genau, aber ich habe leider keinen. Bogen? Ja. Ich brauche einen Bogen. Und Pfeile. Scheiße, die muss ich mir mal besorgen. Vielleicht ist das ja was für die nächste Folge. Jetzt war es aber erstmal für heute. Wir haben jetzt ziemlich viel Schwachsinn gemacht. Überhaupt nicht. War voll gut. Aber total. Aber mal sehen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Das war es jetzt aber für heute. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, drückt den Daumen nach oben. Schaut bei Rewe vorbei. Link zu ihm ist unten in der Beschreibung. Ansonsten war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.